Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter. Mein Name ist Peter Philipp, Firma Westwood Performance. Wir sind im Westerwald. Ist Westerwald? Ja, ne? Ja. Also Westwood Performance. Also jetzt wirklich mittendrin. Vorher war es ja so am Rand, aber jetzt sind wir mittendrin. Ich weiß noch, das muss mit eines der ersten Videos gewesen sein bei uns auf dem Channel, als wir damals für Marius Getriebe gebaut haben. Ne? Genau, bei mir im Keller noch. So, ich wollte gerade sagen, also ich finde es wirklich cool, auch so die Entwicklung aus dem Keller bei Eltern mittlerweile. Keller ist groß geworden. Keller ist groß geworden. Großer Keller, ja. Ne? Und Keller ist schon wieder zu klein. Erzähl mal, wie waren die letzten Jahre so? Also ursprünglich kommst du ja aus dem Bereich Differentiale BMW. Kann man das so sagen? Ja. Ganz ursprünglich komme ich eigentlich irgendwas aus der Industrie, bin Industriemeister. Ne? Und dann hat das so angefangen selber mit Autoschrauben und so. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall mal eine Werkstatt aufgekauft von jemandem, der Differentiale für BMW Motorsport gebaut hat und verstorben ist. Mhm. Dann habe ich angefangen hier für mich selber, für Kumpels und dann immer größer und dann irgendwann mit Firma und erstmal nur Diffs gebaut. Ne? Und hatte dann eigentlich auch einen Zufall, einen Kunden, der gesagt hat, hier, ihr baut ja hier auch Autos für die Rennstrecke. Dann haben wir gesagt, nee, bauen wir eigentlich nur für uns selber. Ja, kannst du mir auch sowas bauen. Na, und dann hat es so angefangen. Und dann hier mal ein bisschen Tracktour, da mal ein bisschen was gemacht. Und mittlerweile dann ist das irgendwie eskaliert. Ne? Was würdest du sagen, wie würdest du es heute aufteilen? Differentiale, Autos, Frästeile? Ja, Differentiale ist eigentlich so eine komplett eigenständige Abteilung bei mir. Also ich habe da wirklich auch jemanden, der den ganzen Tag nur Differentiale baut mit mir zusammen. Ne? Und das ist wirklich komplett so gewachsen, dass es so eine einzelne Abteilung ist. Und von Aufteilung ja, bestimmt 30-40% immer noch Differentiale. Mhm. Und dadurch ist der Rest auch irgendwie gewachsen. Also die CNC-Bearbeitung war eigentlich erstmal nur, um Tellerräder zu bohren und Gewinde reinzufräsen. Weil das hatte hier in der Umgebung keiner machen wollen. War es mal hier eins, mal da eins. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, so eine Maschine ist nicht so teuer, ne? Stellst du dir hin. Das war halt wirklich nur eine ganz einfache Maschine. Irgendwie, ich glaube, 6.000 Euro eBay Kleinanzeigen. So das Günstigste, was es irgendwie konnte. Jeder immer mal so anfängt. Und hat gereicht, hat funktioniert. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, nur ein bisschen Tellerräder bohren macht jetzt keinen Sinn auf der Maschine. Kann man auch noch mehr machen. Dann mal ein paar Bremssatteladapter gemacht, dies, das, jenes. Und dann ist das halt irgendwie eskaliert. Und dann so diese BMW-Verrücktheit oder Motorsport-Verrücktheit. Und habe da ein paar Leute kennengelernt, die halt so Originalautos hatten. Und die dann gesagt haben, ja, hier das Federbein oder so, das kannst du mal haben. Und dann haben wir das halt gescannt und einfach mal gefräst. Und dadurch dann halt wieder Kunden generiert und machen so mittlerweile für viele Rennserien einfach Teile auf Bestellung. Ne? Also alte Teile, die es entweder nicht mehr gibt oder die früher Magnesiumguss waren, immer gebrochen sind, fräsen wir halt aus dem Vollen. Und bieten so halt eine Lösung, dass so Autos wieder fahren. Jetzt zum Beispiel für einen, ich kann es nicht mal aussprechen, irgendein französischer, er sieht mehr aus wie eine Kutsche als wie ein Auto. Da haben wir dann auch irgendwelche Motorteile und so für gefräst, weil die Firma gibt es seit, ich glaube, 70 Jahren nicht mehr. Gibt keine Zeichnung, gar nichts mehr. Und dann gab es das halt noch einigermaßen irgendwie zusammengefrickelt. Und dann haben wir das halt gescannt und einfach aus dem Vollen gefräst. Ne? Warum wir heute hier sind, können wir zur Sekunde noch nicht sagen. Das seht ihr später, glaube ich, erst, wenn das Video herauskommt. Aber ich muss immer sagen, für uns ist in Westerwald eine Weltreise. Bisschen, ja. Also nicht eine Weltreise, weil es so weit weg ist, sondern wir kommen so, bei uns gibt es Autobahnen und hier ist es immer so, jetzt in Lüdenscheid auch noch A45 immer bei der Brücke gesperrt. Das heißt, gefühlt fährt man 1,5 Stunden Autobahn und 3 Stunden Landstraße. Ja, so, ne? Ist aber tatsächlich, also in der Regel von der Autobahn bis hierhin brauchst du immer zwischen 30 und 45 Minuten, egal welche Autobahn. Schneller geht's halt nicht. Ne? Also egal, ob es A3 ist oder da so die Richtung bei euch rüber oder Richtung Herborn, ist es immer mindestens 45 Minuten. Wie wichtig, würdest du sagen, ist Thema Differentialsperre hinten bei den ganzen BMWs? Also nicht bei den BMWs, sondern angenommen, ich baue mir ein Tracktool. Ja. So, was würdest du sagen, wenn du so ein Auto aufteilst, was sind die so die wichtigsten Punkte? Prinzipiell greift das halt alles irgendwo ineinander, weil wir haben das oft, wir bauen ein Diff, was super viel Performance macht. Das Auto fährt danach gar nicht mehr, weil die Vorderachse es nicht mehr kann. Mhm. Da ist irgendein Gummilager zu weich, dann schiebt er nur noch über die Vorderachse. Das heißt, du brauchst schon alles auf Dauer, aber die Aufteilung ist eigentlich in der Regel, also gute Bremsbeläge, damit das halt wenigstens anhält. Diff, Fahrwerk und dann so weiter ist eigentlich schon gar kein schlechter Weg. Gibt auch andere Möglichkeiten, die man machen kann, aber Diff zählt für mich schon zu diesen Top-Modifikationen. Ne? Auf jeden Fall. Kann man ungefähr sagen, angenommen, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, wir nehmen mal so ein M2, M4, wie auch immer. Ne? Ja. So ein Koffer fährt nordschleifenmäßig mit einem guten Fahrer, mit einem guten Reifen drauf. Weiß ich nicht, unter 8 Minuten wird er ja auf jeden Fall fahren. Ja. So 7,5 Minuten oder so in dem Dreh. Ja, die richtig schnellen Jungs sind so bei knapp 7 glatt. Mhm. Ne? Aber das ist dann schon wirklich. Das ist wirklich richtig schnell, ja. Also es gibt bestimmt auch einen, der schon drunter gefahren ist oder vielleicht auch gerade so nicht. Aber so an die 7 habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Und das machst du mit dem Original-Diff eigentlich nicht mehr. Was würdest du sagen, wie viel macht da so ein Diff aus? Kann man das in Zeit beziffern?
Also wir haben halt Kunden, die wirklich nur durch einen Diff-Tausch irgendwo auf der Nordschleife 10, 15, 20 Sekunden gefunden haben, was halt wirklich Welten sind. Die Frage ist, ist es immer nur Diff oder ist es auch so ein bisschen so diese Confidence, die es das Diff gibt. Du fährst halt längs ein, das Auto macht wirklich das, was du willst, das macht dich ja viel sicherer und dadurch pushst du ja auch viel mehr. Heißt, das ist so die Kombination aus der wirklichen reinen, echten, messbaren Performance, sage ich mal, unter dem, was im Kopf passiert. Na, ich habe auch einen Kunden, der ist eine Minute schneller mit dem Diff. Das kann nicht am Diff, also es tut mir leid, es kann nicht nur am Diff liegen. Na, das ist einfach eine Kopfsache. Der weiß jetzt, sein Auto funktioniert und vertraut dem Ding und der ist eine Minute schneller. Wir müssen auch dazu sagen, Philipp verbaut auch am liebsten Drechsler-Differenziale. Ja. So, und da habe ich nämlich Geschichte zu. Ich musste einmal mit meinem Abarth ohne das Drechsler-Diff fahren. Ja, so, ne? Gequatscht. So, ja, ja. Und da kann ich wirklich sagen, also wenn ich mein Auto auf der Nordschleife fahren würde, sage ich, kann das auch eine Minute sein, ja, weil das Auto funktioniert ohne Sperre vorne gar nicht mehr. Also so 0,0, weil da ist dann einfach so viel Leistung beim Frontantrieb auch da, dass das innere Rad wirklich gefühlt dauerhaft dreht. Ne? Golf 6 Cup Auto haben wir eingesetzt in der RCN und halt so auf Trackdays und sowas. Ich glaube, das Auto kennst du sogar. Mhm. Und da hatten wir die Sperre verschlissen am Anfang, haben aber erstmal alles andere an dem Auto wieder in Ordnung gebracht und haben die Sperre revidiert. Anderes Auto. Ne? Wir hatten immer Probleme, dass das Auto aus der Kurve raus eigentlich gar nicht dahin wollte, wo du hingelenkt hast, mit der Sperre wie auf Schienen. Das ist wirklich gewaltig, was das für einen Unterschied macht. Weil das war auch das erste Mal, dass ich es selber erfahren habe im Frontantrieb, sonst immer nur Heckantrieb. Und auch da ist der Effekt echt viel, viel krasser, wie ich gedacht habe. Ich persönlich finde ihn sogar bei Frontantrieb krasser als bei Heckantrieb. Kann auch ein bisschen an der Leistung liegen. Ja. So, ne? Aber bei Frontantrieb, bei mir bin ich bei Arbeit, ohne Sperre war, das Auto hat auch fahrwerksmäßig gar nicht mehr das gemacht, was es eigentlich konnte. Ja, ja, weil du gar nicht mehr so diesen Zug auf die Vorderachse bekommen hast. Ne? Das heißt, ein ganz bisschen entlastet, sofort innere Rad am Drehen. Ne? Hast du aber auch bei den BMWs auch. Ne? Also da hast du wirklich durch die Sperre einfach gefühlt, wie jetzt wird das Auto einer hinten festhalten und einfach so um die Kurve schieben, anstatt dass der halt immer irgendwo hin will. Ne? Also du bringst halt viel, viel Ruhe in die Ausfahrt. Bei meinem Goldbarren, bei dem Lexus ist es tatsächlich so mit dem Drechsler-Diff jetzt hinten, dass das Ding, obwohl der 365 PS hat, so viel Traktion hat, dass es eigentlich viel zu viel Traktion schon wieder ist. Ja, dass es schon wieder gar keinen Spaß hast, dass 150 PS auf jeden Fall fehlen so ungefähr, ne? Weil das Ding dreht einfach gar nicht mehr durch. Ja, klar. Ja, okay, lass uns mal gucken, würde ich vorschlagen. Auf. Ja, also wir haben hier vorne jetzt so ein bisschen Kundenwartebereich, Büros und sowas. Ja, das ist so ein Projekt, was wir noch vor oder was ihr gleich noch sehen könnt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Also deswegen. Ist das BMW? Das E36 STW. Oh, für Seele. Okay, ich muss los. Der wird sich freuen, weil das sogar wirklich noch original damals gefahren. Echt, das ist so wirklich so aus STW-Zeiten schon? Ja, das ist wirklich aus einem STW-Auto ausgebaut und uns zur Verfügung gestellt worden zur Nachkonstruktion. Schön zu sehen ist, das hat man im Rennsport häufig, damit man nicht so viele Teile mit rumschleppen muss. Also das ist ein vorderer Radschenkel, hier kommt Radnabe, Radlage rein, Bremsscheibe drauf und so weiter. Links, rechts gleich. Also das Teil ist genau gespiegelt in der Mitte, dass man das sowohl auf der Beifahrerseite als auch auf der Fahrerseite einbauen kann und somit einfach nicht so viele Ersatzteile mit rumschleppen muss. Das Witzige ist, ich kann dir das gleich zeigen, die haben das irgendwann gelernt, weil ich habe vom E24, also vom 6er, so sag mal, zwei Generationen vorher im Motorsport von BMW, auch Federbeine gefertigt. Und da war das noch nicht so. Da gibt es wirklich linke und rechte. Und dann haben die das in der Gruppe A, gab es auch noch linke, rechte. Und Anfang DTM sind die dann dazu übergegangen. Da gab es dann ja gespiegelte. Mhm. Und dann sind die sogar hier dazu übergegangen. Die haben jetzt hier nicht nur gespiegelte, sondern das sind die gleichen für die große Bremsanlage, für die kleine Bremsanlage und mit ABS oder ohne ABS. Mhm. Die machen hier entweder, ist ja einfach nur so ein Klebeband drüber gewesen, oder halt eben hier die Bremsanlage und diese Dinger hier zum Beispiel, da war dann auf der einen Seite nur so ein Carbon-Luftführung dran. Da haben die einfach ins Gewinde so Hülsen eingedreht und die konntest du ja theoretisch auch hier wieder rausdrehen. Hast die auf der anderen Seite eingedreht ins Gewinde und konntest somit den Radschenkel auch wieder hin und her tauschen. Und so ein Teil, ich sehe die Punkte hier dran, wird jetzt gescannt und du fräst so ein ganzes Gehäuse nach? Ja, aus dem Vollen. Also auch wirklich komplett in Haus, nicht irgendwo abgegeben oder sonst was, sondern... Das war mein Traum immer, RS4 Limo, habe ich noch ein Teil, was gewichtstechnisch nicht State of the Art ist, und das sind die hinteren Akschenkel. Ja. So, weil die sind wirklich ja noch aus Stahl, Guss, Grauguss, ja, wie auch immer so, ne? Und gefühlt, keine Ahnung. Die sind auch so riesengroß und mit so einer Bananenschwinge ums Rad rum und so weiter, ne? Tonne schwer. Kann man grob beziffern, wenn dir jetzt einer so ein Teil bringt und der sagt, wir scannen das und fräsen das nach, was sowas so ungefähr kostet? Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also alles, was so DTM-STW-Zeit ist und so, da sind wir jetzt eh dran, das alles Stück für Stück aufzulegen, die ganzen Teile, mit einem Partner von uns. Da nehmen wir tatsächlich für die Konstruktion zum Beispiel gar nichts. Da sind wir einfach nur froh, wenn es vielleicht ein paar Kunden sagen, hier, wir wollen schon mal das erste Batch abnehmen. Aber wenn es jetzt wirklich was ist, was ganz speziell ist und was wir nicht weiter vermarkten können,
haben wir da tatsächlich für die Konstruktion, kostet glaube ich, lass mich nicht lügen, aber 45 Euro netto die Stunde, also sogar wirklich sehr, sehr günstig. Wollte gerade sagen, es ist ja haben wir einen guten Konstrukteur, der da faire Preise macht, oder 55, irgendwie sowas in dem Dreh. Na, dann halt immer so nach Aufwand. Also das Konstruieren zum Beispiel hat gekostet, ich glaube, 1500 Euro. Ne, komplett. Weil man hat immer ein schlechtes Gewissen, teure Preise zu sagen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass hier mit Sicherheit auch die eine oder andere Industrie zuguckt, die sich über diese Preise dann halt totlacht. Ne? Deswegen ja, das ist so, das. Weil das ist ja schon ein das ist schon Aufwand. Ne? Genau, für den Zerspaner wird sagen, das ist ja ein Witz so ungefähr. Ne? Für den Hobbybereich ist es ja aber ein Teil mit einigen Passungen. Das muss ja alles sitzen halt. Ne? Also wir haben da jetzt auch viel durchgetestet und viele Anbieter und so, haben jetzt einen richtig guten Anbieter, was Konstruktion angeht. Weil am Anfang hätte uns so eine Konstruktion auch irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro gekostet, hat es auch immer uninteressant gemacht. Jetzt sind wir irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro für so eine Konstruktion von so einem Bauteil, wird direkt viel interessanter. Und ich sag mal, wenn dann ein Kunde sagt, der nimmt ein Batch hier von 10 Stück, so ein Federbein kostet irgendwo zwischen, je nachdem wie aufwendig das ist, ich sag mal, das hier wird wahrscheinlich liegen um die 2.500 Euro fertig gefräst. Na, und wenn der dann 10 Stück nimmt, bezahlt er schon gar keine Konstruktion und gar nichts mehr, kriegt einfach die Federbeine, alle sind glücklich. Na, das heißt, in der eigentlichen Konstruktion ist aber noch nicht das eigentliche Fräsen, also die Software fürs Fräsen mit drin. Nein, das wirklich rein nur das Erstellen, die Zeichnung und so weiter. Ne? Und es halt überhaupt möglich zu machen, dass genau, das überhaupt Zeichnung fertigen kann. Und halt eine Step-Datei, also ein 3D-Modell. Und anhand von dem 3D-Modell programmieren wir dann hier vor Ort mit Hypermill, mit so einem CAD-CAM-Programm, die Maschine. Und die Maschine macht dann halt aus dem Aluklotz. Ich habe hinten einen Aluklotz, noch ein Rohteil und das fertige Federbein oder fast fertige Federbein dazu. Kannst du dir angucken. Aber das heißt, wenn einer so ein ultra, ultra seltenes Teil hat, reden wir davon 1.500 Euro ungefähr Konstruktion und dann pro Teil fräsen nochmal 2.000 Euro so in den Dreh. Wenn das so in der Größe und Aufwendigkeit ist, ja. Ich kenne diverse Porsche als auch Lambo-Achsschenkel, wo du für 3,5 noch nicht mal das Originalteil kriegen würdest. Ne? Muss man einfach so fairerweise sagen. Ne? Also das ist ja auch, also hier die Originalteile waren ja damals schon auch wirklich teuer, wo du dir es noch kaufen konntest, aber du kannst es ja auch alles nicht mehr kaufen, es gibt es nicht mehr. Ne? Das heißt, so ein Original-STW-Teil wird wahrscheinlich auch locker 2.000, 3.000 Euro wert sein, ne? Wahrscheinlich. Ich habe eine Hinterachsschwinge gekauft, das ist so eine Rohrschwinge, eine geschweißte, für E30 DTM 92er Stand, weil wir die nachbauen wollen, weil ein Kunde das haben wollte, und da habe ich für eine New Old Stock ungefahrene BMW-Achsschwinge pro Stück 5.000 Euro bezahlt. Das ist nur eine Achsschwinge, warte, ich habe das sogar hier. Im Tresor. Ja, ich muss nur abschließen wegen dem Hund. Im Tresor ist alles eingeschlossen hier. Ach, da hinten liegt es ja sogar. Ja, also das ist nicht viel, wenn du dir das anguckst. Ne? Das ja, okay, aber ist schon krass gebaut. Ne? Also ja, klar. Dafür damals ist das natürlich schon... Das auf jeden Fall. Ja, guck mal, das ist ja auch eine Mischung aus... Das ist eine Mischung aus Fräs- und Schweißteilen. Und wir sind jetzt dran, also die ganzen Rohre lassen wir halt extern lasern. Also wir Laser zuschneiden. Ist halt viel einfacher, als die zu fräsen oder so. Die ganzen Fräs- und Drehteile machen wir selber. Und dann verschweißen wir das. Ne? Da bin ich jetzt mit Igor gerade dran, weil wir es laserschweißen wollen tatsächlich sogar. Aber ich muss jetzt erstmal den Aufbau angucken. Ne? Ich meine, klar, hier hängt das Ding. Und was ist das hier für ein... Da kommt so ein Versteller rein und dadurch kannst du die Achsschwinge halt quasi in der Höhe verstellen. Also hier ist so ein Verstellmechanismus mit so einer Verstellwelle und da kannst du dann halt eben Spur und Sturz drüber einstellen. Über die ganze Geschichte. Da ist hier noch wie so ein Knochen mit einem Uniball. Also über den Abstand hier kannst du dann halt die Spur verstellen und so kannst du den Sturz verstellen. Weil sonst die Achse eigentlich nicht einstellbar ist bei mir. Weil sie arbeitet logischerweise, aber in zwei Punkten dreht sie sich dann hier. Ja, also genau. In dem Knochen und in der Lage. Ja, genau. Da sitzt hier noch so ein Knochen dran mit dem Uniballgelenk und du kannst halt quasi dann die Achse, also der Punkt ist fest im Uniball, du kannst die so verschieben und halt so kippen. Ja, und Federn macht die dann halt so. Und das ist halt, also... Im Prinzip. Aber andere Leute würden sowas als Käfig bauen, so ungefähr. Ja. Das ist ja schon krass massiv. Ne? Ja, das ist also, massiv. Das ist ja wirklich, das wird ja auch hier. Gewichtstechnisch aber echt okay, wenn man sich das ja, so von der Größe anguckt. Ja, dann auch noch so mit diesen, alleine die vier Rohre, dann die Bleche noch dazwischen. Also das ist ja wirklich, also da sieht man aber auch mal, wie die damals halt mit den Kisten rumgenagelt sind. Ne? Ja, die gibt's, also wenn du das Teil hier gebraucht kaufst, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass das krumm ist, dass es irgendwie auf irgendeinem Körper zerschossen hat. Und deswegen sind wir ja so froh gewesen, weil du siehst es auch hier, das ist wirklich halt New Old Stock, das ist nie gefahren. Und wie kommt es, dass ihr dann so ein Teil nachbaut? Weil von der Theorie her würde man es ja heute wahrscheinlich ganz anders bauen eigentlich. Ja, keine Ahnung, mit Lenkern irgendwie so doppellenkermäßig oder die Hinterachse komplett anders aufbauen. Also Thematik ist, das hier ist echt sauschnell. Mhm. Also es funktioniert richtig gut in den Autos. Und das ist halt der Stand, den die 92er DTM gefahren sind. Heißt, homologiert ist genau diese Schwinge.
Und wenn du ein Auto hast und eine Rennserie fährst, die jetzt ein bisschen, wie die meisten Oldtimer-Rennserien, so auf Originalität und sowas bedacht sind, kannst du mit dem ganzen anderen Zeug nicht fahren. Du brauchst 1:1 Kopie oder Originalteil. Verstehe. Ja? Also die lassen dich sonst aber noch nicht mal irgendwie außer der Wertung fahren oder so, sondern die sagen, du hast da irgendwas drin, das kennt keiner, das ist irgend so ein Gebastel. Da kannst du einfach wieder nach Hause fahren. Entweder du kaufst jetzt halt das Originalteil oder du lässt das jetzt hier. Ja, und wie ist dann das bei sowas hier, so Radlager und Unibar-Lager und so? Ja, gibt es da so einen BMW-Katalog, wo man noch heutzutage was bestellen kann? Nee. Oder muss man da Leute kennen, die halt wissen, was da reinpasst? Das war komplett. Also wir haben die selber auseinandergebaut. Heißt, ich weiß genau, was wo reingehört. Wir liefern die am Ende auch mit Unibars und allem wieder aus. Wenn es die Lager so original noch gibt, besorgen wir die auch und machen es wieder mit genau den originalen Lagern. Wenn es die nicht mehr gibt, passen wir halt die Hülse direkt so an, dass wir einen, heutzutage so ein Standard-Unibar-Lager aus dem Motorsport nehmen können. Ne? Mhm. Heißt, wenn hier ein 17,3er Unibar-Lager drin war und das gibt es nicht mehr, dann besorgen wir halt einen 18er, machen das rein und machen das passend. Und mit den Radlagern ist es witzigerweise so, das war BMW Großjahr. Das war Straßenradlager, das aber gar nicht im E30 verbaut war, sondern ich glaube in einem 5er oder sowas, was dann da reingehört und passt. Thema Unibar-Lager, wie ist deine Empfehlung da? Welchen Hersteller nimmt man da am besten? Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Fluro und mit Hirschmann gemacht. Ja, das sind ja so die beiden Namen, die man eigentlich immer hört, wenn man halt die hochwertigen Lager... Genau, also es gibt in Schweden, glaube ich, noch Rodoball heißen die. Das hatten wir auch schon mal, das war auch wirklich super in Ordnung. Ich kann es auch da nicht sagen, also ich habe da noch kein kaputtes von. Die Kunden fahren alle noch da drauf, heißt, wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo es wirklich komplett verschlissen wäre. Aber mit einem Fluro-Lager machst du in der Regel nichts falsch. Aber da muss man auch aufpassen, Fluro ist nicht gleich Fluro. Die haben halt zig verschiedene Produktionslinien. Mhm. Also wenn du so ein Fluro-Unibar bestellst, gibt es den vorgespannt, unvorgespannt, Teflon, irgendwelche anderen Materialien, Edelstahlkugel, nicht Edelstahlkugel und. Und da musst du genau wissen, welchen du dann am Ende brauchst. Das hatten wir zum Beispiel bei der passenden Vorderachse hierzu. Das war so ein ganz komischer Unibar mit noch so einem, ja, wie so ein Zapfen, der da dran sitzt. Und der war unglaublich schwer zu bekommen, haben wir mittlerweile, aber den haben die dann wirklich wieder nachgefertigt, genau nach der Spezifikation wie früher. Ne? Was für Kunden kaufen dann später so eine Schwinge? Das sind dann Leute, die sich einen E30, ein Originalauto haben, was sie noch nutzen und da einfach Teile für brauchen oder die entweder, sich eins bauen? Genau, beides. Also entweder wirklich Kunde, der Originalauto hat und das noch einsetzen will und Ersatzteile braucht, oder halt wirklich jemand, der sagt, ich will jetzt so ein 92er Auto haben und der kann theoretisch mit den Partnern, die wir haben, bei uns eigentlich mittlerweile so gut wie jedes Teil für so ein Auto kaufen. Also du kannst wie so ein Bausatz von Ikea bei mir so ein Auto kaufen und baust es in der Garage zusammen. Okay. Gibt es von damals noch Originalautos zu kaufen? Ist sowas ab und an mal auf dem Markt zu finden? Ja. Aber dann wahrscheinlich, was kostet ein Original STW-Auto? 200.000, 300.000 Euro wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das schon, ist schon. Also wir haben, ich könnte im Moment ein Original-Winkelhock-Auto kaufen, wurde mir angeboten von einem Kunden. Das liegt preislich so ungefähr in dem Bereich und ein Laurent Aiello-Auto, ein ganz frühes. Und wir sind auch tatsächlich am Überlegen oder suchen eigentlich jemanden, der da Spaß dran hat, sowas zu kaufen, würden eigentlich gerne so ein Auto komplett nachbauen. Hat den Charme, wir haben dann alle Teile dafür. Ja. Der Kunde hat alle Teile, um wirklich mal, wenn was kaputt geht, was zu ersetzen. Mhm. Weil E30, der Markt, also da gibt es mittlerweile fast alles an Teilen. Ne? Also, und die Sachen, die es noch nicht gibt, die fertigen wir gerade. E36 STW, der Markt ist leer. Also da kriegst du so gut wie gar nichts. Da gibt es ein, zwei Anbieter, die haben aber auch nur Bruchstücke. Und das wäre halt super interessant. Und E30 zu E36 ist auch Thema Achsen ganz anders. Komplett anders. Ganz anders. Komplett anders. Ja, das ist wirklich ganz wild. Was ist das für Material? Haben die damals schon irgendwie Chromo genommen? Ja. Oder ist noch, ist schon Chromo? Wir haben tatsächlich so eine Funkenschlaganalyse gemacht da dran. Und das ist ein ganz normales Chromo-Rohr, wie du es heute bei so Dragster-Käfigen oder sowas kennst oder Motorsport. Und die haben tatsächlich die anderen Bauteile zum Großteil auch aus Chromo gemacht oder so ein ähnliches Material. Ja. Also da ist so ein bisschen Hokuspokus immer dabei, ja, aber prinzipiell, wenn das aus Chromo fertig ist, wird es funktionieren. Mhm. Okay. Dann lass uns mal einen Blick in den Maschinenpark werfen. Ah, das ist ja irgendwie so mein, so ein halber Schraubertraum hier auch, ne? Also sowohl ein bisschen fräsen, als auch ein bisschen Autos bauen, ne? Ja, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, ne? Dass, mir war es wichtig, dass wir da hinkommen, dass es wirklich möglichst ordentlich wird. Das Ganze. Wir haben ein bisschen so ein Platzproblem, wie man jetzt schon wieder sieht. Aber wir haben das halt eigentlich ganz gut aufgeteilt. Mittlerweile so Karosseriebauvorbereitung hinten in der Ecke. Hier so Fertigmontage und da halt zwei Bühnenarbeitsplätze. Weil auch für die Rennautos brauchst du halt immer mal wieder eine Bühne. Oder wir haben halt auch schon mal so Restaurationssachen wie den Rallye-Golf oder den E36. Das hat dann mit Rennsport nicht viel zu tun, sondern war halt mehr so eine Restaurationsgeschichte. Aber voll geil. Also eine richtige... Also ist schon so eine richtige Schrauberhöhle, also Schrauberhöhle im Sinne von, das ist einladend.
Ja, mir war das wichtig, dass, also hier kommt ein Kunde hin, am besten noch weißes Hemd, der kommt hier rein, kann sich sein Auto angucken, schöne Atmosphäre, freut sich darüber und geht aber auch sauber wieder nach Hause. Sympathisch ist auch, Westerwald braucht natürlich auch eine Bühne, ne? Von aus der Nähe, ne? Konsul ist ja nicht weit von hier. Ja, ist gar nicht weit, ne? Aber tatsächlich habe ich die eigentlich genommen, weil die so schön klein ist und weil die diese lustigen Dreifacharme hat. Und du kriegst zum Beispiel so ein M2 super beschissen auf manche Bühnen drauf. Mhm. Und mit diesen Dreifacharmen klappt das super. Also wir kriegen da eigentlich gefühlt jedes Auto drauf. Und was heißt hier an so einem Rallye-Golf? Was macht ihr dann? Einfach nur hier so? Ja, alles, alles. Also, der ist wirklich unten komplett gemacht, alles wieder abgeändert, Fächerkrümmer verbaut, thermoisoliert, Ölkühler nachgerüstet. Ja, wir haben mittlerweile da ein bisschen aufgerüstet. Nee, und dann sonst, ich kann dir den mal von oben zeigen, da ist eigentlich noch mehr passiert. Unten drunter war der so halb restauriert und wir haben das zu Ende gebracht und haben sonst viele, viele Baustellen an dem Auto, sag ich mal, behoben. Ne? Aber auch schon wieder so ein typisches Auto, was am Ende fast zu schade zum Fahren ist, oder? Ja, ist auf jeden Fall viel zu schade. Also weil das ist ja das, was ich mit meinem E46 leider auch an Problemen habe. Ja, du darfst dir den E36 nicht angucken, der ist genauso schlimm. Weil du weißt ja, das, guck mal hier so rein. So neues Lenkgetriebe, da fährst du einmal mit durch den Regen und du kommst ja niemals hier so zum Putzen überall hin. Nein, das geht nicht einfach. Das Problem ist auch, wo fängst du an, wo hörst du auf? Na, jetzt haben wir an dem Auto das Getriebe hier nicht gemacht, weil das Getriebe halt vollkommen in Ordnung war. Und du guckst hier drunter und das Getriebe ist so ein Schandfleck da dran. Ne? Weil es sieht halt, es ist ja auch im Vergleich zum Alter, sieht das ja noch gut ist, aus. Das ist ja schon eher eins der das würde ja bei Kleinanzeigen halt neuwertig durchgehen. Ne? Deswegen, und trotzdem stört sowas dann. Oder so eine Antriebswelle, die halt noch nicht so 100% perfekt ist. Die Frage ist aber, es geht so viel Arbeit in so ein Auto. Ne? Wenn du es dann alles gemacht hast, dann fährst du gar nicht mehr. Ja, das ist ja aber das ist dann da. Aber das Problem ist, das fährt halt auf der Rennstrecke, aber man macht sich den Aufriss halt trotzdem, ne? Aber wir können da von oben mal gucken, das ist halt überall so, ne? Der ist jetzt so in der Fertigstellung, war halt auch viel Arbeit reingegangen. Ja, aber das heißt, der steht dann ja dann hier Wochen, Monate lang, oder nicht, ne? Ja, oder länger. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja alles so Sachen. Das sind ja auch so typische Arbeiten, wo du nur von A nach B nach C arbeiten kannst, ne? Und nicht. Das sind auch oft Projekte, die sich einfach entwickeln, wo der Kunde sagt, ich möchte gerne das und das und dann fällt noch irgendwas auf, dann kommt noch eine gute Idee. Ist doch Dirks Traum hier als 16 VG60. Also klar, man kann überall immer noch irgendwie was verbessern oder so. Das ist aber jetzt schon noch so, dass du damit noch fahren kannst. Genau, und das finde ich, sieht man auch, ob die Autos nur auf Show gebaut sind oder. Ja, das ist das. Und ich meine trotzdem, dann wird sowas halt mal neu lackiert oder neu verzinkt. Also allein dieses neu verzinkte Teil macht halt einen riesen Unterschied optisch am Ende. Ne? Ob du da das alte drin hast oder du machst das auf, du freust dich, dass es halt einfach glänzt. Ne? Ja, aber krass, das Portfolio ist natürlich echt nicht schlecht. Ne? Von Frästeilen über Restauration. Ja, wir schränken das momentan so ein bisschen ein, weil wir haben sehr, sehr viel gemacht und mussten so ein paar Bereiche jetzt rausnehmen. Also so normale Kfz-Reparaturen oder so, wenn nicht mal, haben wir teilweise auch schon mal gemacht, schaffen wir gar nicht mehr, müssen wir komplett rausnehmen. Wir machen wirklich nur noch Oldtimer-Restaurationen, historischen Motorsport, diese BMW-Track-Tour-Geschichte, das ist auch wirklich eigentlich auf BMW und Porsche begrenzt, weil wenn man dann jetzt noch Marken drumherum macht, keine Chance. Mhm. Ja, und dann halt diesen Getriebebau und Frästeile, was halt immer noch ein Riesenbereich ist. Hier sieht man sofort mal, dass BMW den Unterboden halt hell gemacht hat damals immer. Ja, das ist auch schon wieder geschummelt, ne? Also es sah auch nicht mehr so aus. Ja, ja, klar, aber ich habe es ja bei dem E46, weil Max meinte auch sofort, wir müssen den Unterboden wie original in diesem Beige Formula wieder machen. Ne? Auf jeden Fall. E36 ist ja so ein bisschen gräulicher, E46 war ja so ein bisschen gelblicher. Ne? Genau. Aber jetzt mittlerweile mag ich es auch übertrieben, weil ich finde es irgendwie dann doch irgendwie von unten, weil hell zeigt immer, dass es halt nicht schwarz übergeduscht ist irgendwie. Ne? Das Lustige ist, die Farbe gibt es jetzt von Prosol wirklich als BMW-Unterbodenfarbe zum Neulackieren von so einem Unterboden. Hat mittlerweile scheinbar jemand gemerkt. Für E36 natürlich auch krasser Zustand, ne? Ja, der ist wirklich sehr, sehr gut. Du sagst aber gerade Prosol, das heißt, das ist überlackiert einfach nur. Der ist komplett trockeneisgestrahlt, dann abgewaschen, aufwendig mit Verdünnung und alles und dann teilweise ausgebessert worden. Also es ist teilweise wirklich noch die originale Farbe, so wie man das jetzt hier sieht, wo das auch immer ein bisschen abblättert teilweise oder so. Und dann entsprechend so bei, dass es optisch wieder nach Original aussieht. Ja, der Fächerkrümmer ist nicht ganz original. Ich war der krasser Fächerkrümmer, guck mal rein, Alter. Ja, der Motor ist auch vielleicht nicht ganz Serie. Der hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung wie Serie. Geil. Da ist auch so IRP-Kolben drin und sowas. Und ich muss den mal kurz runterlassen, weil ich muss einfach mal einen E36 in Schwarz gerade sehen. Ne? Wenn man hier gerade schon mal die Chance hat, ein schwarzes Auto zu sehen. Okay, der ist schwarz metallic. Ja. Und der ist wirklich zum Großteil Originallack, 280.000 Kilometer. Echt? Ja, Stoßstange ist neu lackiert und Haube.
Und sonst ist der wirklich so, wie der war. Und ich glaube, ein Kotflügel war, haben wir gesehen, hatte... Aber das heißt, wir reden hier auch irgendwie dann von in Richtung 350 PS oder was hat so ein Ding da mit IRP-Kolben und so? Also die haben ja original eigentlich alle so maximal irgendwie 300 oder sowas gehabt. Ich vermute, das hier dürfte so 320, 330 PS. Also selbst die 3.2er streuen auch eher nach unten. Das sind 3.2er. Ja, aber selbst die streuen eher nach unten und haben dann gerade mal Glück so die 300 PS. Ich kann es dir tatsächlich nachreichen, weil das Auto geht am Dienstag zum Abstimmer und dann kann ich dir nachreichen, was das wirklich gebracht hat. Weil ich bin immer ganz ehrlich, ich muss mich in dieses E36-Game erstmal noch reinarbeiten. Weil das, ja so eine, das Problem ist, mit 300 PS ist das halt schon schnell. Das fährt gut mit 300 PS. Und es ist eins der wirklich wenigen Autos, wo ich auch persönlich einen großen Reiz dran habe, eine originale Innenausstattung mal drin zu lassen. Ne? Weil die Sitze gerade in diesem Beige, da fällt mir so ein Sitz so richtig auf. Ne? Ja, der ist halt auch wieder geschummelt, ne? Auch. Also, aber ich wusste persönlich wirklich nicht, dass man diese Kopfstütze mit den Ohren dran komplett hoch und runter fahren kann. Ja, doch. So, ne? Also das sind so Details, ich war halt immer VW und Audianer und halt nicht BMW und ich muss das auch erstmal. Nee, aber wenn du jetzt hier guckst, also hier haben wir halt wirklich so teilweise, also Hutablage in Alcantara, Himmel in Alcantara und es fällt halt eigentlich wirklich gar nicht auf bei dem Auto, ne? Also aber du fühlst dich einfach wohl drin. Und es ist einfach halt so ein bisschen OEM Plus, sage ich jetzt mal. Ne? Und das Ding hat 280 runter, krass, weil auch der Teppich und so noch so gut aussieht. Ne? Ja, Teppich und so ist wirklich gut. Die Sitze sind vom Vorbesitzer scheinbar schon mal irgendwie neu lackiert worden oder sowas. Also irgendwie aufgearbeitet, aber ist wirklich noch das originale Leder. Siehst du den an ein paar Stellen auch so minimal an, aber im Großen und Ganzen ist der vom Pflegezustand wirklich unglaublich gut. War aber, der stand auch lange. Wir haben halt technisch alles gemacht. Eine Motors komplett gemacht, Hinterachse, Diff. Diverse Leitungen, alles Mögliche neu gemacht, weil das halt Standschäden hatte ohne Ende, das Auto. Weil der ist am Anfang viel gefahren und dann auf einmal gar nicht mehr. Weil das Auto, so wie er steht in dem Zustand, ist ja auch ein Auto, was mittlerweile locker 50.000, 60.000 Euro wert ist. Ne? Das kosten die E36 in dem Zustand. Auch mit der Laufleistung auf jeden Fall, ja. Das ist schon wirklich teuer, teuer geworden. Ja, beziehungsweise es gibt einfach keine guten Autos. Ja, du kriegst egal es. Welches Auto man anguckt. Ja, ja, da ist Ford GT40 drunter. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall GT40 hier. Kannst du auch gerade abdecken. Also im Gulf-Design hier. Okay, das ist auch irgendwie Kundenauto oder baut ihr das auch oder wie? Genau. Also das war auch so ein Restaurationsprojekt. Das Auto hat zu 70-80% aus Bauschaum bestanden. Also die haben halt gefühlt jede Leitung und alles einfach mit Bauschaum eingeklebt. Und der ist aber auch wirklich jetzt einmal komplett gemacht. Das siehst du auch, wenn du unten drunter guckst oder so. Wir haben selbst jedes von diesen Unterbodenblechen hier und so, das ist alles neu angefertigt. Aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr so heftig auch komplette Autos macht. Doch. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Wir haben halt eine bestimmte Kapazität nur und deswegen ist es schwierig für mich, da so viel Werbung zu machen in dem Bereich, weil du sonst halt ganz schnell auch überrannt wirst einfach mit sowas. Ne? Das hier wäre ja so genau Marius, Tom und meine Traumecke. Ne? Also Blechschere, ne? Kantbank, Schweißtisch. Ja. So, ne, hier noch eine Säge, wo man einfach mal so Alu ein bisschen schneiden kann auch. Ja, Bandsäge ist wirklich, vor allem auch für die Zerspanerei, witzigerweise. Wir haben viele Teile, da bleibt dann irgendwo ein Steg stehen, dann schneide ich ihn gerade schnell hier ab. Ja. Das hat unglaublich viel Arbeit gespart. Ne, das ist dieses ganze Oldschool-Werkzeug darf man nicht unterschätzen. Das funktioniert schon viel, viel besser, wie das, was du heute kriegst. Und hier so eine Tafelschere, eBay Kleinanzeigen, 300 Euro. Echt? Ja, ja. Und die macht in 30 Jahren immer noch das, was die heute macht. Und kaufst du heute so eine Tafelschere, kostet irgendwie 4.000, 5.000 Euro und ist nach 3 Jahren kaputt. Also wenn wir so einen Bus reinkriegen würden, würde ich sie für 400 gleich mitnehmen. tatsächlich 3 Hallen weiter, Maschinenverkäufer, da habe ich die nämlich auch her. Der hat noch eine zweite da stehen, einen Ticken größer und ich glaube, wir 500 Euro für haben. Echt? Ja. Ich krieg dir die Nummer. Der Besitzer von diesem Auto, witzigerweise. Weil es ist bei uns zum Glück so, dass die gehen natürlich tierisch in die Knie, wenn du mal Stahl oder Edelstahl mitmachst, ne? Mm-mm, so, das ist alt. Wir machen viel Alu. Ja. So, und gerade so mal einen Halter für einen Rohr bauen und so, ne? Klar geht alles mit Flex, dann läuft so ein Bandschleifer, damit die Kante wieder gerade ist und so weiter. Und hier einfach klung, durch ist es, ne? Weißt du, was wir da drauf sogar schneiden? Teppich. Wenn ich so einen Teppich habe, um den irgendwo drunter zu legen, bevor ich den mit dem Cuttermesser abschneide, schneide ich einfach die Tafelschere. Weil der wird halt gerade. Und aber was kann die so an Blechstärke? So 3 mm Edelstahl Alu kann die aber nicht. Alu 6 mm auf jeden Fall, Edelstahl, ganze Platte 3 mm vielleicht nicht, eine halbe auf jeden Fall. Echt? Ja. Also die hat wirklich Gewalt. Krass. Aber das ist halt eine Tafelschere, die wird sein, keine Ahnung, 70er Jahre oder sowas. Da gab es noch nicht, wir schneiden irgendwie nur so ein bisschen, sondern das hat dann halt geschnitten. Ja, also wenn die so eine noch haben, dann nur mal größer nämlich. Ja. Hat er. Ich meine, also ich habe es ja letztens noch gesehen da. So, ne? Und das ist halt auch, ich habe mir so eine kleine, ich sag jetzt mal, eBay-Kantbank gekauft. Ja. Macht auch ihr Dienst, aber halt nur so bis
realistisch 2 mm Alu und halt auch eher maximal so. So, um einen kleinen Catch-Chunk zu bauen, dafür geht's? Dafür reicht das, ja. Aber das ist ja auch schon eine Nummer geiler. Ja. Reicht für das, was wir machen, auch vollkommen aus. Wenn ich größere Kantteile habe, ganz ehrlich, bestelle ich die. Ja, als wirkliches fertiges Industriekantteil, 3D, also so CNC gekantet, so, hast du da halt keinen Problem. Ja, aber das Ding ist ja schon geil, weil du... Weil du halt auch mal schnell helfen kannst und du kannst mal so ein Segment rausnehmen. Ja, genau, oder so. Und auch nicht, ja. nicht nur oben, sondern auch unten. Weil du hast ja auch ganz oft das Problem, dass du das ganze Teil kanntest dann. Ne? Ja. Geil. Ja, das wäre unser... Da würdest du uns aus der Halle nicht mehr rauskriegen, weil wir auch unheimlich gerne so Blecharbeiten machen. Und das ist halt... Das Problem ist ja alleine, also wenn du so ein Auto machst, zum Beispiel, da sind jetzt diese ganzen Alubleche, die ganzen Verkleidungen, Motorraum unten drunter, Innenraum und so, die waren alle so zerstört, du kannst für die Autos ja nichts mehr kaufen. Mhm. Na, du musst also jedes Alublech extra anfertigen. Beim E30, jeder Halter, jede Kleinigkeit, wir fertigen das alles mittlerweile selber, weil du es einfach nicht mehr bekommst. Und dann bist du ja schon gezwungen, dass du diese ganzen Maschinen hast. Ne? Und so ein Auto wird auch später noch gefahren? Ja. Also das ist jetzt ein Straßenauto Rennsport-Optik. Mhm. Der Kunde will damit so ein bisschen hier und da mal einen Trackday fahren. Echt? Ja, ja. Alter, was es für Leute in Deutschland noch gibt. Ja, und der Besitzer ist jetzt auch nicht mehr 25, sondern eher so 70. Und wir haben da eine Zelle nachgerüstet und alles, damit es wenigstens überhaupt irgendwie sicher ist. War eine geile Zelle. Und Original war da wahrscheinlich eher was Dünnes drin. Original war da gar nichts drin und das ist ja hier so ein GT40 Replika. Die sind aus GFK gewesen und du siehst das jetzt hier an der Säule noch, wenn man jetzt hier mal so, jetzt mit der Scheibe geht's, aber du kannst die halt mit ein bisschen Gewalt, drückst du die halt so mit den Fingern runter. Ja. Also gar nichts, kein Käfig, gar nichts. Lebensgefährlich, ist so noch lebensgefährlich. Also ich würde mich damit nicht trauen, schneller wie 200 zu fahren. Und das fährt 300, also fährt wirklich reale 300 km/h. Die musst du dich halt auch trauen. Ja. Weil da ist so ein 5,7 Liter V8 drin mit auch irgendwie 349, 350 PS. Mit einer echten 8 in Keins? Ja. Aber da kommt noch was hinter, oder? Ja, da fehlt noch der Endschalldämpfer und die Rohre, die werden gerade angefertigt. Okay. Genau. Ja, und das ist halt so das, wo ich zu Hause bin, ne? E30 M3 DTM. Das ist jetzt auch so ein 92er Auto, da würden jetzt diese Schwingen zum Beispiel reinpassen. Und ja, auch so mit Zelle und so, genau so, wie es damals halt war, ne? Mhm. Hier kommt dann Heberanlage rein? Ja. Gab's das damals auch schon? Hatten die. Also die Karosse ist 1:1 original, so wie die damals war. Also wirklich Radhäuser vorne, mehrere Zentimeter angehoben. Also du hast hier wirklich richtig Platz. Und wenn du jetzt hier reinguckst, siehst du es auch, da geht hier zum Beispiel noch ein Käfigrohr durch bis auf die Achse. Hier ist der Heber und das ist alles genau so, wie das damals war. Ja, das heißt, die haben dieses ganze Blech nach oben hochgesetzt? Ja, ja. Das siehst du, wenn du hier vorne guckst. So, wie zu kurze Arme. So eine Hebeanlage ist auch noch so ein Lebenstraum von mir. Du siehst das wirklich. Die haben das ganze Radhaus hier unten abgeschnitten und das ganze Radhaus angehoben. Das ist 4,5 cm angehoben komplett, damit du vorne mit 18 Zoll genug Platz zum Lenken hast. Weil die sind ja 18 Zoll gefahren bei mir 30 schon. Und das geht nicht, wenn du es nicht abänderst. Und da haben wir mittlerweile für die Autos halt wirklich alles. Ne? Von hier so Carbon-Teilen über alles. Egal, was du dafür brauchst. Und was für ein Auto baut ihr aus dem hier? Also was wird das? Das wird auch ein Das ist ein Replika von genau einem Auto, was in Macau gefahren ist, 2 Rennen, Winkelhock. Mhm. Also es ist genau mit der Livery und allem so gefahren. Mhm. Und das ist dann auch ein Kundenauftrag, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Ja, auch siehst du, wenn du im Kofferraum guckst, hier Tankanlage und so ist schon drin. Das ist jetzt hier Carbon. Die waren original halt Blech, aber das war gewünscht, dass es Carbon ist. Deswegen haben wir den auf Carbon umgebaut. Ich finde es mit Blech mittlerweile eigentlich wieder schöner. Und Tank war auch damals? Ja, war genau so damals. Das ist 1:1 original, wie es damals war. Alle Bleche, alle Teile, alles gefertigt. Und auch hier Zentralverschlussadapter. Adapter, ne? Das machen wir halt alles selber mittlerweile. Ach, das muss man auch selber? Ja, alles. Der ist jetzt Alu 7075 hardcoated und wir haben die theoretisch auch noch in Titan. Das heißt, ist es tatsächlich so, dass es eine normale Radnabe ist? Wo ich dann denke. Nicht ganz. Also, es ist eine geänderte Radnabe. Also, die ist schon ein bisschen anders. Ich hab oben noch eine Radnabe liegen. Aber dann kommt das da drauf. Die sieht aber ähnlich aus wie so eine normale 5-Loch-Radnabe. Das heißt, man kann aus 5-Loch Zentralverschluss machen, was so für viele schon mal. Also, ein echter Zentralverschluss. Viele kennt ja theoretisch so. Ja. Ne? Also, da müsste man wahrscheinlich den Zentralverschlussadapter ein bisschen anpassen, was hier den Innendurchmesser und so angeht. Mhm, aber theoretisch kannst du das abändern, ja.
Und das ist dann, ich meine, wenn ihr das auf der Rennstrecke fahrt, dann ist das ja für denjenigen, der auf der Straße fährt, eigentlich gar kein Problem. Ne? Also klar, mit 5 und legal ist eine andere Sache, aber ich hätte bei sowas immer Angst, gerade in Alu, dass das halt kaputt geht. Nee, das halt, die waren original damals auch in Alu. Die ersten waren alle in Alu und die haben irgendwann 91, glaube ich, haben die umgestellt auf Titan. Aber nur, um nochmal ein bisschen Gewicht zu sparen, die waren noch dünner. Ja, aber das Ding könnt ihr auch in Titan machen? Ja, habe ich auch in Titan. Aber der kostet ja alleine der... Ich hätte gedacht, dass nur das Titan-Rotteil schon irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro oder so. Nee, das geht wirklich. Das geht wirklich. Ich glaube, der Satz, also geht wirklich, ist das auch wieder, ne? Ich glaube, der Satz Titan-Zentralverschlüsse kostet irgendwie 2,5 und die kosten 1800 oder so in Alu oder 1500. Und dann aber schon links, rechts? Ja, genau. Da ist also ich weiß nicht, welcher ist, aber da sind linke, rechte dabei. Na, und dann wirklich alles Mögliche, was... Sowas ist dann... Das ist ein Tractive-Getriebe, so ein schwedisches sequenzielles Getriebe und einfach adaptiert. Das ist theoretisch falsch für das Auto. Die sind 6-Gang oder 5-Gang... 5-Gang sind sie gefahren, genau. 5-Gang 265er G-Track-Getriebe, also ein H-geschaltendes Getriebe. Und jetzt haben wir aber für den Kunden, das sind sequenziell, weil die Autos einfach dann besser und einfacher fahren. Ne? Aber da sind halt viele wilde Sachen, was es für die Autos mittlerweile gibt, zum Beispiel... Sind auf jeden Fall auch hier so zwei ganz günstige Wagen, die hier gerade so rumstehen. Ja, total. Das gibt es ein Sonderangebot. So. Mit Fahrwerk, das ist ja wirklich alles, was da so drauf liegt, ist... Das ist fast ein kompletter E30, ne? Und du hast halt so Sachen wie, das ist hier Luft-Öl-Wärmetauscher, ne? Wasser-Öl-Wärmetauscher. Der sitzt vorne auf dem Kotflügel und das ist halt auch alles dann billet gefräst, auf so einen Kühler geschweißt, auch mit Aufriss, ne? Aber das habt auch ihr gebaut? Das hat ein Kunde von uns gebaut. Also wir machen für den viele Teile, der macht für uns Teile. Und das ist jetzt ein Teil von ihm zum Beispiel. Mhm. Sind wir aber mittlerweile dran, dass wir die halt aufheben. Das heißt, in dem Fall ist das der Ölkühler. Also hier geht das Öl rein. Ja, und da statt, mit Wasser. Statt dass hier Luft durchgeht, geht halt dementsprechend das Wasser durch. Ne? Genau, der sitzt so ungefähr so auf dem Kotflügel. Und dann kommt hier vom Kühler der Schlauch rein, läuft da durch, so und dann wieder Richtung Motor zurück. Also sitzt so auf dem Radhaus. War nochmal zusätzlich. Also die hatten einen Ölkühler in der Stoßstange und den Kühler nochmal zusätzlich. Zusätzlich auch noch? Zusätzlich, ja. Weil okay, wegen Drehzahl, ne? Ja, die sind 10,5 oder 11 gedreht damals mit den Motoren. Klar, nur ein Rennen gefahren, aber du musstest halt irgendwie versuchen, auch nur einigermaßen diesen Motor am Leben zu halten. Also alles, was irgendwie geholfen hat, um den am Leben zu halten, haben die gemacht. Die haben eigentlich mehr am Ende gemacht, um das Ding irgendwie am Leben zu halten, als dass die nochmal mehr Leistung da produziert hätten. Oder aber das finde ich geil. Du bist hier auch so ein, zwei Anwendungszwecke, wo man das Ding... einbauen könnte. Weil wenn da die Wassertemperatur zupasst, wird er ja schon richtig runterkühlen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und weil wenn ich überlege, guck mal, das ist ja schon eine relativ große Ölkühlergröße. Ja, der ist so, ne? Ja. Und da dann mit einem guten Wasser ja richtig durchgehen, ist ja immer geiler als ein Fahrtwind, der sich ständig ändert. Ne? Ja, und prinzipiell, man denkt jetzt, wenn man das Teil so sieht, keine Ahnung, kostet wieder 2.500, 3.000 Euro oder so, die kosten 1.000 Euro. Ja, es sieht auf jeden Fall nach 3.000 Euro aus. Ja, die kosten knapp 1.000 Euro netto, ja. Nee, aber wir machen auch Flachschieber und so mittlerweile, alles aus dem Vollen gefräst, Schwertstabis hier, ne. Also alles, was es irgendwie für die Autos gibt, bauen wir jetzt gerade Stück für Stück nach. Ja, heißt, wenn jemand da Bedarf hat oder so ein ganzes Auto haben will, also würden auch so ein ganzes Auto bauen. Ich habe sogar noch eine Rohkarosse stehen und dann machen wir die ganze Sache, ne. Um das den Leuten nur noch mal kurz einmal zu erklären, das ist einfach nur, dass man den Stabi einstellen kann. Ja, genau. Also du hast... Quasi so ist der Stabi jetzt gerade auf weich, weil der sich über diese dünne Stelle hier gut knicken kann quasi. Und dann wird er verstellt, dann verdreht er sich. Und so hast du ja wirklich hier viel, viel mehr Spannung. Also du brauchst ja viel, viel mehr Kraft, um den so zu knicken quasi. Ja. Und dadurch wird der Stabi einfach härter. Das Moment. Heißt, man so arbeitet der Stabi eigentlich so richtig, wie er soll? Das heißt, der Stabi. Die normale Funktion wäre irgendwo so in der Mitte, wenn er so 45 Grad steht. Und so ist der halt super weich und so ist der super hart. Ja, aber wie geil ist denn bitte diese Uniballverbindung? Hier. Das ist der Hebel, der auf dem Getriebetunnel sitzt. Ne? Vorderachse, Hinterachse. Und dann schiebst du den raus, verstellst den und kannst dann in verschiedenen Rastern deinen Stabi verstellen. Ach, wie geil. Das war damals... Also, man denkt ja so, ja, so ein DTM-Auto, E30, das ist alles noch so überschaubare Technik. Nein. Da gab es ja, ne? Das ist ja aber Vollgas, Leute. Ja, und die sind ja auch... Ich hatte eben gerade, ob wir das bei mir auch vorne irgendwie reinkriegen. Das geht bestimmt, ne? Ja, nee, weil die heutzutage wäre ja die Königsdisziplin, das Ganze natürlich dann elektrisch zu verstellen. Ja. Was ja auch über heutiges, also jedes normale Steuergerät, wenn du da dazu mittlerweile eine PDM, also eine Power Management Unit hast, dann kannst du ja, das sind ja zwei Klicks und du kannst das Ding auch verstellen während der Fahrt so ungefähr, ne? Ja gut, kannst du so auch, ne? Die waren halt einfach schnell mit der Hand da. Ja, okay, die waren geübt. Ja, das ist das. Ja, und dann haben wir jetzt natürlich auch so Querlenker, ne? Die haben wir jetzt aus dem Vollen gefräst, die so mit unserem Branding und allem. Und dann, das ist der Uniball, wo ich eben erzählt habe, der so schwer zu kriegen war, ne? Weil er diese Ansätze noch hat. Mhm. Aber wir machen die ganzen Sachen wirklich alles einmal
komplett. Und das ist jetzt halt passend. Also der ist minimal abweichend zur Originalgröße. Deswegen ist der Querlenker von uns halt auch passend zu diesem neuen Uniball, dass du halt alles einmal neu kriegst und neu verbauen kannst und da keinen Stress mehr mit hast. Ja, man merkt halt immer, man merkt halt Qualität immer sofort, wenn man schon in der Hand hat, ne? Ich hoffe doch. Ich hoffe, wir haben uns halt, wenn das einfach so passt, ne? Und auch sieht auch wirklich gut aus. Wir auch so mit dem Sechskant zum Gegenhalten. Also da der Stabi mit der Verstellung hat mir den Tag gerettet, auf jeden Fall. Da werde ich beim Nachhausefahren mal drüber nachdenken. Ja, das haben die echt oft gemacht, ne? So Sachen, die gab's. Also klar, du brauchst natürlich genau in der Mitte die Stange so zum Verstellen, ne? Aber ja, und dann haben wir so hier den Autobereich und hier halt mechanische Fertigung, ne? Hier Schlauchpresse für Dashleitung, Säge für Material. Und dann halt so den etwas wilderen Maschinenpark, ne? Das E92 M3 Hinterachslenker. Da gibt es so einen Blechlenker, der schon mal gerne reißt oder so und dann... Gibt es theoretisch eine Möglichkeit, sowas auf der Straße auch zu fahren? So einen ganzen Lenker zu tauschen? Also gibt es da überhaupt eine Zulassung? Also muss so ein Teil geprüft sein? Das müsste geprüft sein, also muss man zertifiziert sein und sowas. Und man könnte dieses Teil wirklich mit TÜV anbieten. Also da sind wir noch nicht ganz an dem Punkt. Wir überlegen, ob wir das noch machen oder ob wir halt immer mehr für diese Rennsportgeschichte gehen und dann würden wir uns das halt eben anders machen. Aber gleich ein paar auf Vorrat, ja? Ja, da so ein 3-4. Nee, und das sind hier die Federbeine, die wir eben gesehen haben, ne? Das ist halt dann aus dem Vollen gefräst. Ich weiß nicht warum, aber ich sag's immer wieder, so Billet-Teile sind einfach geil. Ja, vor allem, wenn du dir du sagtest es vorhin schon, es ist schon schwer. Also schwer im Sinne von, man würde denken, es ist leichter. Ja. So, aber überleg mal, was das für ein Aluklotz ist, ne? Ja, ich hol dir mal gerade einen 6er Federbein, da sagst du nämlich nicht mehr, dass es schwer ist. Weil hier ist das Problem, wir kommen innen nicht rein. Mhm. Na, ab einem bestimmten Punkt kommst du einfach nicht mehr weiter da oben rein. Heißt, hier oben sitzt Material, was beim Gussteil natürlich nicht da wäre. Wie oft muss man das umspannen zum Fräsen? Dreimal. Rohteil. Man fräst auch ein bisschen daran die Maschine, ne? Ja, also ich glaube, eins läuft so 14 Stunden. Ja, fliegen schon ein paar. Ja. Und das ist jetzt E36? Das hier ist DTM 91er Stand oder 90er Stand E30. E30, okay. Die waren optisch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ne? Die haben da optisch nicht mehr so viel verändert. Aber ich hole dir mal so ein 6er Federbein. Die sind nämlich fertig und noch eloxiert. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das hier so abgeht. Ich dachte, wir gucken ein bisschen Differential heute. Bisher haben wir noch kein Differential gesehen irgendwie. Nee, das ist jetzt halt... Ja, wie, aber, ach so, krass, ich hätte niemals gedacht, dass es auch da so diese Szene für gibt. Tatsächlich sogar noch größer. Also die sind ja auch gefahren, bevor die mit den E30 gefahren sind, also sind die ja die 6er gefahren im Rennsport. Und das ist jetzt, da war halt damals noch, da gab es linke und rechte. Ja, deswegen auch hier mit Beschriftung, mit allem drum und dran, hart eloxiert. Und die sind aber auch verhältnismäßig leicht. Weil du hast jetzt hier wirklich, wir kommen da, wenn man die simultan bearbeitet, wirklich tief rein, kriegen viel Material raus und dann sind die vom Gewicht echt okay. Sieht einfach nur geil aus. Obwohl die E30 auch leicht sind. Könnte man sich glatt irgendwie zu Hause eher so als Wasserhahn oder so in so ein geiles Bad reinmachen, irgendwie so in der Richtung. Ja, ich habe so ein paar, die hat der Eloxierer versaut. Da kannst du dir gerne Wasserhahn rausbauen. Ja, wir müssen LKW wiederkommen, ne? Kantbank, Blechschere, ja. Die Aluteile. Genau. Mhm. Nee, aber mittlerweile halt wirklich, wir haben uns so spezialisiert auf so komplexe und schwierige Fünfachsteile und sowas. Oder habe ich jetzt hier für einen Bekannten ein Logo gefräst aus dem Vollen. Das kriegt auch der Alex noch zum Vergolden. Echt? Ja, ja. Ja, was sich halt anbietet. Und dann halt noch Drehmaschine, also Drehteile machen wir nur bedingt. Das ist halt noch eher so was Älteres, Einfaches, aber hauptsächlich so auf diesen Fräsbereich halt eingestellt. Ne? Das sieht wirklich krank aus. Irgendwie. Ja, weil es auch mit, das ist ja mit Absicht alles so. Ja. Also das ist ja nicht so, das sieht ein bisschen aus wie Lasergeschweiß, ne? Das Witzige ist tatsächlich, dass das Logo ist halt wirklich so. Ne? Ja. Also, und das Logo hat irgendwer designt und das war so groß, dass direkt mein Programm am PC abgestürzt ist, so viele Dateien. Also wir mussten erstmal das Logo vereinfachen, um das überhaupt fräsen zu können. Also ein riesen Aufriss, nur um so ein Logo am Ende zu machen. Bierhaus irgendwie kriege ich Durst gerade. Ja, ist direkt hier, aber leider noch nicht offen. Und oben Differenziale? Oben Differenziale und Motorenbau. Ah, dann werfen wir auch mal einen Blick rein. Genau. Durch den Gang da hinten kommen alle Differenziale, Motoren und sowas mit der Ameise halt aus dem Lager hoch. Hier vorne ist zerlegen. Und prüfen, reinigen, da ist so eine Nassstrahlanlage für Aluteile aufzuarbeiten und sowas. Heißt, es wird alles erstmal hier zerlegt. Dann wir noch ein bisschen mechanische Wartung, hier Hohlmaschine, Planmaschine und sowas, wir alles so für die Motoren brauchen. Und hier dann wieder Montage. Ne? Wir immer, wo wir hinkommen, wir verscheuchen die Leute immer, was gar keine Absicht ist. Ne? Kann immer jederzeit jeder einfach da bleiben. Weil es kommt eine Kamera rein und alle sind alle so. Alle weg. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ihr hier Blöcke holen könnt. Sind wir relativ neu auch mit, weil wir irgendwie das Problem hatten, dass wir keinen gefunden haben, der das so und so kurzfristig machen könnte, wie wir das manchmal brauchen.
und haben dann uns das Know-how da so selber angeeignet. Und teilweise auch für diese CNC-Teile, je nachdem, was für eine Passung oder so, macht es halt auch manchmal Sinn, die einfach zu honen. Und dann benutzen wir die. Aber hier wird auch schon gearbeitet, weil das so sauber aussieht. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, also weil es sieht ja schon krank krass ordentlich aus, ne? Muss man ja schon so. Ja, also ich meine, klar, eine Maschine siehst du, die kriegst du halt auch teilweise nicht mehr ganz sauber oder so, aber. Die stand bei dir im Keller schon, ne? Ich glaube, das war noch die kleinere, ja, die schon. Dann jetzt der Max hat, MX Motorsports. Ja. Der hat die von mir, die alte, bekommen und dann, oder mittlerweile hat er, glaube ich, auch die große, aber nee, dann habe ich die war, als wir noch nicht da waren, die war ein bisschen kleiner, ne? Genau, so groß, einfach ein bisschen schmaler. So groß war das Ding nicht zum. Ja. Funktioniert immer noch genial. Ne? Ich habe mittlerweile noch so eine Waschanlage hinten in der Ecke stehen, wo wir Blöcke und sowas, also wie so ein Motorenbauer, die auch hat, wo wir das reinschmeißen können. Aber sonst. Ich wollte gerade fragen, weil wenn ihr hohnt, dann müsst ihr ja auch planen. Aber ja. Das könnt ihr hier natürlich genau. auch. Genau. Ne? Aber bohren nicht. Oder bohrst du einen Hammer auf den CNC? Auf den CNC. Echt? Nein, ich kaufe nicht. Ich habe keinen Platz. Wo soll ich noch eine Maschine hinstellen? Aber dann wirklich auf den Block darauf? Und auf der Dreiachs meistens, auf der. Also wir machen dann, halt. Dann wäre ja auf jeden Fall der nächste Step, weil dann hast du eigentlich den perfekten Maschinenpark, um in die Alu-Motoren die Buchsen reinzumachen. Ne? Wir haben da, also irgendwo liegen hier auch so ein paar V8 Blöcke. Oder so ein Billetblock, so ein V10-Zuherweiser, ne? Könnte man ja auch nochmal. Wo wir da mal so dran rumwechselte. Also V10 kriege ich auf meine Maschine im Moment noch nicht drauf, aber wir sind ja dran. Wenn wir jetzt noch so ein paar Leute finden, die so ein paar tolle CNC-Teile haben wollen, dann habe ich vielleicht irgendwann auch noch eine größere Maschine. Musst du mal anbauen. Ja, dann muss eh anbauen. Das ist voll. Ja, es sieht ja nur so ordentlich aus, weil wir, ich sag mal, gar nicht so viel im Gang stehen haben oder so. Hier oben sieht es halt schon direkt wieder gedrückt aus, aber mir geht der Platz aus. Naja, klar. Das Witzige ist, aber alles, was hier oben schwarz gefliest ist, ist genau die, also auf den Quadratmeter genau die gleiche Fläche, die ich in Almersbach im Keller hatte. Mhm. Heißt, alles, was jetzt hier oben ist, ist die Fläche, die ich vorher komplett hatte. Und jetzt haben wir hier noch Lager, ne, und halt eben unten. Aber auch krass viel auf Lager, ne, mittlerweile. Ja, dieses Diff-Zeug, das sieht da hinten auch noch viel schlimmer aus. Also, das sind jetzt nur Gehäuse, die gerade lackiert sind, die jetzt vorbereitet werden müssen fürs Lager. Und wir haben aber irgendwie so 500, 600 Gehäuse oder so auf Lager. 500, 600 Gehäuse? Ja. Also wenn ich sag immer so schön, in so ein paar hundert Jahren, wenn hier so ausgegraben wird, wird man auf jeden Fall denken, hier war irgendwie so ein BMW-Werk und hier wurden Autos gebaut oder so. So ungefähr. Ja, und auch so Motoren. Also du musst halt so viel mittlerweile auf Lager haben, ne, für diese ganzen Autos irgendwie noch am Laufen zu halten. Und das wird immer schlimmer. Ja, aber 500, 600 Gehäuse, weil das sind ja auch Gehäuse da mittlerweile zwischen gerade so ein 210er Gehäuse für BMW, das kostet ja auch mittlerweile richtig Asche, ne? Ja, das E92 M3 ja das erste, also da bezahlst du für so ein Diff halt irgendwie 1000, 1500 Euro gebraucht, mal mindestens. Ja, aber das heißt, du kaufst sie alle auf? Alles, was wir gut kriegen können, ja. Also noch kriegt man es ja, auch wenn es nicht mehr günstig ist mittlerweile. Aber du kannst ja halt Gold irgendwo auf der Bank hinlegen oder du legst sie halt aus in die Ecke. Ja. Was würdest du sagen? Zwei Fragen. Erstens, welches ist das beste Differential, was es gibt? Also BMW-technisch, so Allrounder. Alles, was 210er Baureihe ist. Ist echt 210er ist. 210er ist also E46 das große. E46 M3, E92 M3, die ganze F-Serie, M-Modelle war theoretisch noch so ein abgewandeltes 210er Diff. Die sind noch nicht ganz so gut, aber die sind immer noch gut. Und sonst auch E23, zum Beispiel die alten 7er, E24. Und E36, 3.2 auch? Ja, der auch. Und was sind die wertvollsten? Also auch die 210er gibt es? Ich glaube echt 3.2er, E36 ist im Moment so mittlerweile schon so Top-End. Oder E39 M5 ist auch sehr, sehr selten geworden und schwierig. Mein E36 ist ja auch ein 3.0er. Habe mich jetzt auch dazu entschieden, dass man das alles so lasst, weil 3.2er ist tatsächlich schweineteuer. Getriebe, Hinterachse, weil die Schwingen anders sind. Also die ganze Achsträger schwingen und Differential, Bremse, eigentlich alles. Ja. Also eigentlich ist der ganze Antriebsstrang von einem 3.2er anders. Ja. Und alles wirklich super selten, super teuer. Ne? Das heißt, wenn man wirklich das ganze Paket macht von 3.0 auf 3.2, also jetzt ohne Obwohl Motor. 3 Liter Schwingen, glaube ich, gleich sind zu 3,2. Müsste ich auch nachgucken, habe ich Aufzeichnungen drüber, aber ich meine sogar, die sind gleich, die Schwingen. Achsträger ist auf jeden Fall anders und Diff auf jeden Fall auch. Und damit ist es halt schon schwierig. Aber das 3 Liter Diff, ganz ehrlich, gut gebaut mit einer Drechsersperre, hält das halt auch viel Leistung aus. Mhm. Ne? Das ist schon stabil. Das 188er Diff ist für manche Anwendungen bei BMW auch so das Beste, was du machen kannst, weil die Dinger sind unglaublich zäh. Also die halten so viel aus. Und da haben wir eigentlich auch nie große Probleme mit. Ne? Und sonst Motorenbau macht ihr komplett? Also wirklich von so bis zerlegt, überholen wir zusammenbau? Ja, genau. Und das machst du dann selber oder hast du jemanden für? Teils. Also ich mache eigentlich, oder wir machen der ganzen Firma nur Sachen, die
ich selber auch irgendwo schon mal gemacht habe oder kann, wo ich sage, traue ich mich selber dran. Okay. Aber ich habe halt auch Jungs, so zum Beispiel der Jan ist von BMW, hat da halt super viel Erfahrung auch in diesem Elektrikbereich, wo der auch viel mehr Kompetenz hat wie ich zum Beispiel. Und dadurch haben wir uns so ein bisschen weiterentwickelt. Auch so mit der Zerspanung habe ich es auch nicht von jetzt auf gleich gelernt. Ich habe einen unglaublich guten Zerspaner, der mir auch viel beigebracht hat, wo wir uns dann so gegenseitig weiterentwickelt haben, damit wir halt überhaupt dieses Level erreicht haben mittlerweile oder auch in so kurzer Zeit. Und nur so funktioniert das halt. Ne? Aber immer noch nur Sachen, wo ich zumindest mich selber irgendwie dran traue, weil ich will schon irgendwie den Überblick noch behalten. Weil muss man ja schon so neidlos anerkennen, weil dass du dich da über die Jahre jetzt reingefuchst hast. Ja, auf jeden Fall. Ne? Weißt du, weil dass ihr mittlerweile Karosserie, Restauration, Motoren und eigentlich alles macht, wusste ich ganz ehrlich gesagt auch nicht. Also schon. Wir haben wirklich so jetzt die letzten Jahre so diesen Grundstein geschaffen dafür, dass wir jetzt den Schritt gehen können, den wir jetzt gerade gehen oder gehen wollen, dass wir immer mehr in diesen historischen Motorsport reingehen und wirklich so komplette E36, E30, STW, E24. Ich habe zum Beispiel gerade beim Alex hier Kablas noch eine E24, so eine 6er Karosse, der wird ein Gruppe C Auto, also breiter Rennwagen für einen Kunden und das kommt jetzt gerade immer mehr, dass wir da halt wirklich diesen Zulauf haben und da wirklich coole Autos bauen und das ist so immer mein Traum gewesen, solche Autos zu bauen. Ne? Also, und da blieb halt so Motorenbau und sowas nicht aus. Ne? Ja. Und ich habe mittlerweile gute Partner, also wir holen jetzt auch nicht jeden Block selber zum Beispiel, ich habe manche Sachen, die geben wir auch ab oder so, aber da wirklich gute Partner und Montage und so mittlerweile einfach alles. Das da ist, Nico, direkt vor dir ist E92, ne? Da sieht man mal, was so ein 210er für ein Bomber ist, ne? Genau. Ja, und witzigerweise da auf der anderen Seite, das ist E36, 316, 318, 168. Also das ist ganz groß und ganz klein. Ja, guck dir mal, was das für ein... Also was ich schon mal sagen muss, optisch für mich eine 1+. Definitiv. Genau so muss das aussehen. Weil das ist ja wirklich dann im Verhältnis wieder alleine schon hier die kleinen Flansche dagegen. Die Flansche hier, sind die lackiert oder was hast du mit denen gemacht? Die sind gestrahlt, lackiert, dann wieder abgedreht. Das ist so eine Spielerei, damit es optisch hübsch ist. Ne? Ist halt eigentlich unnötig. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber es sieht halt hübsch aus. Also wenn man so von hinten hier drauf guckt, gibt kein unnötig. Nee, finde ich auch eigentlich. Das ist geil. Das muss aber nicht sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie ein geiles, neues Teil hat. Und das Problem ist ja, dass rein gar keiner im Rennsport diese Liebe hat. Ist, weil es macht halt einfach nicht schneller. Es macht zwar sauber. Doch, wirklich. Also der Ton, hier mein Kunde zum Beispiel aus Holland, für den wir viel so auch diese Federbeine und sowas teilweise fräsen. Die Autos, die bauen, ey, genau das Ganze. Ja, aber ich kenne ganz viele, wo es egal ist. Ja, also, ja, super. So, ja. Wenn du unter die meisten Rennautos, ist ja so, dass dann nicht mal der Innenraum irgendwie mal ausgesaugt wird oder so. Ne? Das ist einfach, es gibt natürlich die Leute, die es feiern, die das so lieben wie wir, aber es macht halt in Anführungsstrichen nicht schneller. Bei uns sage immer, es ist besser, weil man sieht sofort, wenn was undicht ist, man sieht, wenn hier irgendwie ein Riss reinkommt und so weiter. Ich sag auch tatsächlich den Deckel nassstrahlen und wieder in diesen, also der ist mit Wasser zusammen gesandstrahlt, also nassstrahlen nenne ich das Verfahren, macht tatsächlich sogar das Differential haltbarer, weil du holst diesen ganzen Kniest und Gammel und alles runter, das kann ja auch die Wärme wieder viel besser ableiten. Mhm. Na, auch, dass das Gehäuse mal gestrahlt ist und neu lackiert und nicht mehr dieser Rost alles puffert, das macht das Differential am Ende halt einfach funktionsfähiger, auch wenn es klar ein optischer Aspekt ist, natürlich. Und auch, dass hier alle Gewinde nachgeschnitten, alles ordentlich. Du nimmst das liegt jetzt als Ersatzdiff in deiner Kiste. Du nimmst das einfach, schmeißt das da rein, alle Schrauben rein, weiter. Wenn es um die letzte Sekunde geht, weil du jetzt, ich sag mal, das eine Rennen fährst und 4 Stunden später das nächste hast, dann bist du froh darüber, dass das Diff so aussieht und nicht so ein gammeliger Schrottklumpen ist, den du irgendwie da reinfuddelst, wo dann 3 Schrauben abreißen und dann kannst du nicht fahren, nur weil du die Scheiße nicht da reingekriegt hast. Ja, oder halt zur Not kann man sich auch ins Wohnzimmer unter den Esstisch legen, ne? Weil sieht das auch geil aus. Ne? Ja. Also bevor ich mir irgendeine Vase hinstellen würde oder so, will ich das immer. War ja damals schon so mein Anspruch, das möglichst schön zu machen. Da fehlten halt teilweise auch noch die Mittel, wie zum Beispiel so eine Nassstrahlanlage, weil das gibt es halt auch leider nicht so ganz umsonst. Ne? Und mittlerweile sind wir da aber auf einem Level, wo wir wirklich sagen können, unsere Differentiale sehen besser aus, wie das, was du vom BMW damals am Werk bekommen hast. Geil. Doch. Vielen Dank für diese Führung. Nichts zu danken. Wenn ihr irgendwas braucht, könnt ihr euch hier jederzeit melden. Sehr gerne. Mittlerweile können wir fast sagen, egal was, weil eigentlich habe ich nichts gesehen, was eigentlich fehlte. Also man kann ja mittlerweile alles machen. Wie gesagt, Getriebe ist bei uns halt wirklich mittlerweile super wenig geworden, weil wir halt einfach auch das Kapazitiv nicht mehr schaffen. Und hauptsächlich halt irgendwie so Richtung historischer Motorsport ist das, wo wir uns hinentwickeln. Und halt diese Getriebe-Differential, also ja, Differentialgeschichte, das auf jeden Fall. Ne? Da sind wir gut aufgestellt. Wir müssen jetzt auch noch eine Sache bauen. Das seht ihr aber in einem weiteren Video irgendwann später. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.